Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wir haben tatsächlich 100 Sendungen gemacht. Wer hätte das gedacht? Und Sie gucken sich gerade die 100. Sendung an. Die Doppel-Null-Sendung. Wir haben jetzt endlich die Lizenz zum Weitermachen. Und das werden wir uns hinterher gönnen, denn wir sind nach 100 Sendungen müde des trockenen Stoffes und wollen uns heute mal ein Sahnetörtchen gönnen. In dieser Sendung geht es darum, um eine Frage, die schon so oft gestellt worden ist, dass ich mir gedacht habe, zur 100. Sendung, das ist das Thema schlechthin. Es geht um die Frage, kann die Physik die Welt erklären? Können Physiker wirklich die Welt erklären? Na, wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Ich werde damit beginnen, Ihnen etwas vorzulesen, was ein Skeptiker vor über 200 Jahren aufgeschrieben hat und was einigermaßen erschütternd ist. Er schrieb damals, das Ganze der Welt ist ein Rätsel, ein unerklärliches Mysterium. Zweifel, Ungewissheit, Enthaltung des Urteils sind das einzige Ergebnis, zu dem die schärfste und sorgsamste Untersuchung uns führen kann. Das war David Hume. Einer der größten Skeptiker in der Philosophie. Nun, wir Physiker haben uns davon aber überhaupt nicht irgendwie beirren lassen. Die Naturwissenschaftler insgesamt haben sich davon nicht beirren lassen, sondern haben weiter gebohrt und weiter gemacht und tiefer geguckt, tiefer in die Materie, tiefer ins Weltall. Wir haben überall alles Mögliche inzwischen beschaut, beguckt, erforscht, untersucht, berechnet, simuliert, alles. Und was dabei rausgekommen? Man möchte fast an Faust denken. In Goethes Faust gibt es diesen Satz, und weiß doch, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Inzwischen gibt es aber viele Naturwissenschaftler, die Bücher schreiben, und in diesen Büchern ist vom Plan Gottes die Rede, dem Fingerabdruck der Schöpfung. Ja. Wir sind dem Plan Gottes auf der Spur. Gibt es sogar Herrschaften, die sich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie meinen, wenn wir das jetzt noch geschafft haben, die große vereinigte Theorie, dann wissen wir, wie es gemacht hat. Also, natürlich immer eigentlich mit dem Hinweis, dass es ihn eigentlich gar nicht gibt. Also er ist ja eigentlich gar nicht nötig, wie einer dieser sogenannten Sachbuchautoren das mal so schön gesagt hat. Also wenn wir das alles berechnet haben, wenn wir also eine Formel haben für die ganze Welt, dann ist die Sache im Griff. Damit haben wir die Welt erklärt. Stimmt das? Kann das wirklich sein, dass die Physik die Welt erklären kann, so wie diese ganzen Bücher das vorgeben? Wenn wir tief ins Universum schauen und wir wissen, wie der Urknall funktioniert, wissen wir dann irgendetwas darüber, wie unsere direkte Umwelt funktioniert. Dieser wunderschöne Satz, das Universum expandiert, ja komisch, aber ich finde immer seltener einen Parkplatz. Ja. Da stimmt doch irgendwas offenbar nicht. Also, ist natürlich jetzt nur für Spaß gemeint, aber das zeigt, dass diese Dinge scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Oder was? Oder wie? Oder wie kriegt man das zusammen? Wieso sind unsere Erfahrungen über die normale Welt so ganz anders als das, was Naturwissenschaftler da so erzählen? Die Welt, die wir erfahren, ist unvorhersehbar, da gibt es Zwecke, es gibt einen Zweck, offenbar Leute, die irgendwas machen wollen, Systeme, biologische Systeme, die irgendwo hin wollen, aber in der Physik, da scheint sich alles irgendwie völlig zeitlos zu verhalten. Gut, fangen wir nochmal von vorne an. Was macht ein Naturwissenschaftler? Und naturgemäß auch eine Naturwissenschaftlerin, also wir sind ja politisch korrekt in dieser Sendung, öffentlich-rechtlich, klar. Was macht denn so jemand? So jemand macht doch eigentlich etwas, was man in der Germanistik als Textanalyse bezeichnen würde. Ja? Also der will doch eigentlich nur wissen, wie sind denn die Regeln, die in diesem Text sind. Ja? Wie sind die grammatikalischen Regeln auch richtig benutzt? Nach welchen Regeln ist der Text aufgeschrieben? Naturwissenschaft ist die Untersuchung des Textes der Natur auf seine grammatikalischen Regeln. Ja? Also sind die Verben richtig durchkonjugiert, sind die Substantiva richtig dekliniert, nicht? Ist der grammatikalische Bestand, der benutzt wird, um Sätze aufzubauen, auch richtig? Das ist Naturwissenschaft, die Untersuchung der Regeln, nach denen Natur funktioniert, nach denen die Wirklichkeit funktioniert. Aber dabei macht natürlich das Verfahren der Naturwissenschaft eine riesengroße Idealisierung. Naturwissenschaftler idealisieren ihre Systeme. Naturwissenschaftler untersuchen Satzteile, teilweise Wortteile, teilweise Buchstaben, die nebeneinander stehen, um zu schauen,
Wie wirken die miteinander zusammen? Aber dabei, bei dieser Idealisierung, wird natürlich ein riesengroßer Komplex völlig außer Acht gelassen. Nämlich das, was der Text bedeutet. Sie können einen Goethe-Text auseinandernehmen in aller Einzelheiten. Sie können sogar die Druckerschwärze, mit denen die Buchstaben geschrieben sind, untersuchen. Aber Goethe wird sich Ihnen nicht erschließen dadurch. Die Interpretation des Textes braucht geradezu den weiten Blick, braucht den Blick auf den ganzen Text. Natürlich ist die Grammatik wichtig. Kleine Frage. Ohne Grammatik würde man überhaupt nicht wissen, worum geht es denn in dem Text da eigentlich? Was bedeuten die Worte? Aber wenn ich interpretieren will, dann muss ich vielleicht sogar nicht nur das lesen, was in den Zeilen steht, sondern ich muss, wenn ich den Text verstehen will, sogar das lesen und interpretieren, was zwischen den Zeilen steht, was also gar nicht de facto aufgeschrieben ist. Und diese Art der Textinterpretation, das kann Naturwissenschaft nicht leisten. Da gibt es ein Problem. Das kann Physik nicht erklären. Physik hat überhaupt keine Begriffe wie Zweck und Sinn. Das sind keine naturwissenschaftlichen Begriffe. Hat ein System einen Zweck? Hat das Universum einen Sinn? Die Physik liefert Ihnen und mir grammatikalische Regeln, nach denen das Universum funktioniert. Aber ob es einen Zweck hat, das würde bedeuten, wir würden historisch denken, wir würden physikalische Systeme als wirkliche Entwicklungssysteme betrachten, würden sagen, aha, es ist für das System zweckvoll, sich so zu entwickeln. Aber nein, Naturwissenschaften und namentlich die Physik, die hier sozusagen als das Beispiel der Naturwissenschaften schlechthin steht, Physik verlangt, dass die Systeme, die es untersucht, reproduzierbar sind, die Experimente wiederholbar sind, und zwar an beliebigen Orten zu beliebigen Zeiten. Nur, wir Menschen, wir sind keine physikalischen Systeme in dem Sinne, weil wir sind nicht wiederholbar. Uns kann man nicht von einem Ort zum anderen setzen, ohne dass wir uns verändern. Selbst wenn die Zeit vergeht, verändern wir uns. Das heißt, selbst unsere innere Zweckgerichtetheit, weil wir wollen ja was, so wie Lebewesen überhaupt irgendwas wollen, indem sie vor allen Dingen überleben wollen, das kann ein physikalischer Weltbegriff überhaupt nicht verinnerlichen, kann es überhaupt nicht enthalten. Damit ist die Frage für mich völlig klar. Physik kann die Welt nicht erklären. Physik kann erklären, wie die Welt funktioniert, sie kann aber nicht erklären, wieso sie so funktioniert. Alle Versuche der modernen Physik, zum Beispiel durch die Vereinheitlichung der elementaren Kräfte, hinzukommen zu einer allgemeinen Weltformel, würde das Parkplatzproblem in München zum Beispiel nicht lösen. Wir können diese Art von Wechselwirkungen, die es in unserer Welt gibt, diese unglaublich komplexe Ineinanderverzahnung von zweckgerichteten Wesen, wie das Leben sich ja auf unserem Planeten darstellt, können wir physikalisch nicht erklären. Wir können noch nicht mal verstehen, warum die Welt überhaupt angefangen hat. Mit welchen Naturregeln, also Naturgesetzen, damit mit welchen Regeln sie beginnt, können wir heute sehen. Wir können es ablesen am Universum. Aber wir wissen nicht, wieso die Regeln am Anfang so gewesen sind. Das ist eine unserer größten und schlimmsten Probleme, die wir in der Physik haben, dass wir offenbar immer über die Physik hinausgehen müssen, um die Physik selber begründen zu können. Die Welt ist aus sich heraus nicht begründbar. Das ist das Problem. Das sind die Fragen, die dahin deuten, was war vor dem Urknall, was ist außerhalb des Universums, welchen Sinn hat das Universum und so weiter. Sie sehen schon, dieses Plädoyer eines Physikers für eine größere Weltsicht als die Naturwissenschaften ist begründet nach persönlichen Erfahrungen. Alle von uns haben diese Erfahrung gemacht, dass es natürlich interessant sein kann, einzelne idealisierte Systeme wirklich genau anzuschauen, wunderbare experimentelle Anordnungen zu schaffen, um dabei einen total idealisierten Zustand zu verstehen. Aber die Welt sieht doch ganz anders aus. Nehmen wir nochmal ein wunderschönes Beispiel. Der Italiener Galilei, der hat ja damals diese Fallgesetze, ne? Da fiel ja was runter. Pisa, schiefer Turm und so weiter, da fiel ja was runter. Und er hat diese Fallexperimente gemacht und hat sich dann überlegt, ja, wie wäre denn das eigentlich, wenn es keinen Luftwiderstand gäbe? Also ist ein Irrsinn, ja? Ein System so zu idealisieren, dass er sogar etwas, was er haben muss, um selbst zu existieren, nämlich Luft, aus seiner Welt herausnimmt, um ein allgemeines Gesetz für fallende Körper zu finden. Eine unglaubliche Idealisierung. Also der erste Schritt in die wirklich moderne Physik. Sich vorzustellen, ich sehe hier zwar lauter Körper, die fallen nur deswegen, die fallen, weil die Erde ihre Schwerkraft hat, aber sie fallen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil der Luftwiderstand sie unterschiedlich abbremst. Der kriegte also die Idee, wenn der Luftwiderstand wegwerfen, müssten eigentlich beide
Körper, egal wie schwer sie sind, mit der gleichen Geschwindigkeit runterfallen. Eine solche Idealisierung ist ungeheuerlich und ist eine intellektuelle Leistung allererster Güte. Aber für unser normales Leben ist sie im Grunde genommen wertlos, weil in unserem Leben der Luftwiderstand natürlich eine Rolle spielt. Ja? Wir verbrauchen Energie deswegen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist in der Tat sehr wohl so, dass die grammatikalischen Regeln, die wir dem Universum abgeschaut haben, alle möglichen Wechselwirkungen, die wir kennen, ja, dass die eine ganz wichtige Rolle in unserem modernen Leben spielen, weil sie sich ja in Technologie umgesetzt haben. Wir haben alle möglichen wunderbaren Instrumente und so weiter. Aber wir haben damit nicht erklärt, wieso die Welt so ist, wie sie ist. Das können wir nicht. Die Erklärung der Welt ist eine viel weitere. Die Erklärung der Welt ist eine philosophische, möglicherweise sogar theologische. Möglicherweise wird es uns überhaupt niemals ausreichen. Was heißt möglicherweise? Es wird uns niemals ausreichen, nur den Text der Natur auf seine grammatikalischen Regeln zu untersuchen. Wir brauchen viel mehr dazu, um für uns Menschen herauszukriegen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, der Sinn dieser Welt, wo will diese Welt hin und so weiter. Die Geschichtlichkeit von uns ist eigentlich das große Problem. Wir haben Erfahrungen in unserem Kopf, wir haben Erfahrungen in uns, die wir miteinander tragen. Und das lässt sich durch Naturwissenschaften alleine nicht wirklich einordnen. Bewertungen im Sinne einer Werte, von Werten, das kann Naturwissenschaft nicht leisten. Naturwissenschaft bringt Ihnen Quantitäten, bringt Ihnen Zahlen entgegen, Fakten, aber keine Werte. Die Bewertung von solchen Fakten, von naturwissenschaftlichen Messungen, Experimenten, verlangt von jedem von uns, dass er sich zurücknimmt von den Naturwissenschaften, namentlich auch die Naturwissenschaftler selber, die erkennen mussten, und viele große Naturwissenschaftler haben das in den letzten 50 Jahren immer wieder formuliert und aufgeschrieben. Werner Heisenberg zum Beispiel, der gesagt hat, wir können von der Natur gar keine anderen Antworten kriegen, als die, die wir von der Natur haben wollen, weil sie uns von alleine gar keine Antworten gibt, weil sie gar keine Fragen stellt. Wir können nur solche Dinge erfragen aus der Natur, von denen wir schon wissen, dass sie da sind. Insofern ist das Fragepotenzial, was wir haben in der Natur, immer nur ein begrenztes, und wir stehen uns eigentlich selbst gegenüber, wenn wir die Natur etwas befragen, weil wir nur die Fragen stellen können, die wir können. Ja? Andere Fragen können wir gar nicht stellen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist an der Stelle genau richtig. Wir können die Wirklichkeit, so wie sie tatsächlich ist, nicht kennen, weil wir große Mengen an Fragen gar nicht kennen. Wir wissen nicht, wie die Natur tatsächlich beschaffen ist. Und deswegen, wenn wir Natur interpretieren wollen, brauchen wir immer etwas, was über die Physik hinausdeutet. Wir kommen, wie das so schön heißt, mit dem physikalischen Denken, kommen wir zwar auf den Mond, aber nicht in den Himmel. Und sowas wie diese Erdbeere zum Beispiel hier, das muss mir auch keiner erklären und naturwissenschaftlich auseinandernehmen. Das weiß ich auch so, dass die gut schmeckt.